Dass der Herr Praios ein gnadenloser Gott ist, habe ich nun endgültig begriffen. Denn will mir sein Urteil nicht einleuchten, denn obwohl unser eins ausdörrt, bis man glaubt, keine weitere Stunde in dieser Hitze zu überleben, gibt es anscheinend ekliges Getier, die sich von seinem Glanz nicht beeindrucken lässt. Nachdem wir die heißeste Mittagssonne im Schatten einiger Felsen abgewartet hatten, wollte ich gerade nach meinen Sachen greifen. Da sitzt darauf doch ein gelber Skorpion und winkt mir mit seinen Scheren zu, als wollte er mich verspotten. Ein echter Gelbschwanzskorpion, Studiosa Margalin, war begeistert, mal ein echtes Exemplar zu sehen. Aber ich war offen gestanden einfach nur froh, dass das tödliche, giftige Tier rechtzeitig bemerkt hat. Aus den Reisetagebüchern des hier sindigefälligen Studiosus Anagon Birtenbichler. Und so steht ihr in Fasa. Ihr seid in Raschwurzwall hinuntergestiegen und seid dann nach einigen Reiseschwierigkeiten in Al-Suk angekommen, im Bazarviertel von Fasa. Um euch herum wimmeln die Leute. Jeder preist seine Waren an Ziegen, Schafe, aber auch einige Küchen, die hier offen ihre fleischartigen Gerichte zubereiten. Es stinkt und riecht nach Gewürzen. Und das Geschrei um euch herum ist atemberaubend. Doch ihr habt ein ganz anderes Reiseziel vor euch. Und so blickt ihr euch etwas verloren um. Also Kaio, du, es ist hier wirklich warm. Es ist hier wirklich warm. Bleibt es hier so warm? Ich fürchte ja. Dies ist wohl eine Ursache der Thulamidenlande. Der nahen Wüste vermutlich. Praios ist hier besonders großzügig mit seinen Gaben. Ja, das ist ja nett vom lieben Herrn Praios, aber können wir uns wieder in den Schatten stellen? Also. Wir könnten uns dort in diese Garküche hinstellen, dort ist ein wenig Schatten. Effendis, ihr seht erschöpft aus, kommt ran. Effendis, kommt ran. Was kann ich euch geben? Ihr habt ja einen Tee. Selbstverständlich, kommt rein. Ihr seid Freunde von mir, kommt ran. Ich wusste gar nicht, dass du Freunde hast, Priodur. Warst du schon öfter hier? Nein, ich kenne diesen Herrn nicht. Ich bin auch ein großer Freund davon, einfach in die nächstbeste Teestube reinzulaufen. Mein Name ist Aldrich. Setzt euch. Die besten Leute kennenlernen. Wart ihr hier schon? In der Stadt meine ich, nicht in der Teestube? In Fasar? Nein, war ich noch nicht. Diese Stadt ist mir zu dreckig und zu groß. Ich habe alles gewischt. Effendi, setzt euch. Alles gut, alles sauber. Ja, ich möchte jetzt ja nicht frech sein, aber ihr habt gar keine Stühle. Setzt euch auf die Säcke. Ihr seid weitgereiste Helden, ja? Ich setze mich auf euren komischen Sack. Hier, trinkt. Ich habe schwarzen Tee, ja? Mit viel Zucker. Ah, oh, wunderbar. Guter Mann, Alrik. Alrik, ja, wie kann ich euch helfen? Wir bräuchten einen Führer. Einen Führer? Süden. Sehr wohl. Wohin wollt ihr reisen, ne? In den tiefen Süden. Ui, durch die Komm? Oder nach Rastul? Noch weiter südlich. Ihr wollt zum Chichanebi? Nach Keft? Ich weiß. Nein. Weiter südlich. Wir wollen in die Sümpfe, guter Mann. Nach Salem, zu uns verfluchte Salem. Inwiefern verflucht? Ich weiß nicht, ich war noch nie da. Aber man hört böse Sachen von Salem. Die Leute sind noch verrückter als in Fasar. Und das soll schon was heißen. Nun, wie kommen wir am besten dorthin? Von hier aus. Ich kenne viele Leute im Suk und in Shaddai und in Yol Rashtula. Ich werde fragen. Eine Reise durch Kom ist lebensgefährlich. Effendis, ihr sollt nicht sterben. Trinkt, setzt euch hin, kauft am besten noch etwas Ziegenfleisch von mir, ja? Ich werde jemanden holen, der euch helfen kann, ja? Und Sie? Wir müssen nur fragen und schon wird uns geholfen. Ja, aber der Mann ist auch dein Freund. Ich kenne ihn, wie gesagt, nicht. Dann werde er ja nicht sagen, dass du sein Freund bist. Hey, Abdul, pass auf die Effendis und bring ihnen etwas Ziegelfleisch. Ich muss Besorgungen machen. Ja, damit könnt ihr sehen, wie sich ein kleiner, dreckiger Junge zu euch an den Tisch stellt, die Hände hinter seinem Rücken verschränkt und guckt euch aus großen Augen an. Ab und zu popelt er mal in der Nase.
Das solltest du nicht tun. Das ist ungewöhnlich. Ich meine, das Popeln in der Nase. Es gehört sich nicht, gegen einen Geweihten der Nase zu popeln, Kind. Wie ist der Name? Abdul? Ist es eine Frage oder eine Antwort? Beides. Du bist also nicht sicher, wie du heißt, oder was? Ich bin Abdul. Dann sag das doch. Ihr kommt nicht aus Yoltopas, oder? Vom Sonnenhang? Nein, ich weiß nicht mal, wo das ist, ehrlich gesagt. Hier, die Berge hoch. Da verbrennen sie Leute. Nein, dort kommen wir sicherlich nicht her. Wollt ihr noch was Ziegenfleisch? Ich schau mir seine Finger an. Nein, danke. Ich für mich, oh, meinen Teil nicht. Ja, ich nehme gerne etwas Ziegenfleisch. Danke. Ja, reicht dir eine große Schale mit kleingeschnittenem, gepökeltem Ziegenfleisch. Die Reisbällchen sind mir leider schon in Draconia ausgegangen. Ich glaube nicht, dass man hier irgendwo welche ranbekommen kann. Ja, vielleicht in Algaretia, aber da ist gefährlich. Noch gefährlicher als im Zug. Ach, als wir über die Stadt gefragt haben, wurde uns gesagt, dass es im Grunde überall gefährlich ist. Das stimmt auch, Effendis. In Yoltopas werden die Leute verbrannt, in Mantrabat werden sie zerrissen, in Garetia bekommen sie einen Dolch in die Brust. Und aber wenigstens kann man sich hier seinen Tod aussuchen. Das ist richtig. In Keshal Angra gibt es eine Axt in den Kopf. Hier seid ihr sicher. Keshal Angra? Was soll das sein? Die Konklave der Zwerge. Die kleinen Männchen. Sie sind einfach hier in die Stadt gekommen und haben Mauern hochgezogen. Unruhe, wir suchen einen Führer durch die Krom. Ja, aber mein Vater holt doch schon. Ja, ich wollte. Ich soll nur aufpassen, dass ihr nicht klaut. Warum sollten wir stehlen? Na, ihr habt noch nicht bezahlt. Und wenn ihr jetzt aufsteht und geht, dann ist das Klauen. Darauf soll ich aufpassen. Das würden wir nie tun. Das sind die versichert. Vor allem würde ich niemals vom Teppich aufstehen, bevor ich meinen Tee nicht ausgetrunken habe. Wollt ihr noch was Tee? Andere ist noch halb voll. Soll ich einen neuen Tee holen? Weißt du was über diese Wüste? Wenn wir Wüste kommen, hat er gesagt, müssen wir laufen, ne? Ist das weit oder ist das nicht so weit? Das ist sehr weit. Da sterben immer alle. Gerade wegen dem da. Er deutet auf Priodur. Was soll das denn heißen? Da regiert der Dürredämon. Hüte deine Zunge, Kind. Aber das sagen alle. Nun, das muss trotzdem nicht richtig sein. Aber mir wurde es nicht anders beigebracht. Dann sollte es euch falsch lernen. Beigebracht. Kreis beschützt sie sein. Wie weit ist denn weit? Ein Tag laufen, zwei Tage laufen, viele Tage laufen? Das kommt drauf an, wo ihr hin wollt. Meistens dauert es 3-4 Tage bis zu einer Oase. Und dann geht man von Oase zu Oase. Priodur, was ist eine Oase? Weiß ich das? Du kannst auf Wildnisleben würfeln plus 5 oder so. Wow, das wird da nichts. Du darfst es trotzdem gerne tun. Du bist Priodur, du musst alles wissen. Als Oase werden die Wasserflecken in der Wüste bezeichnet. Seht ihr? Also ihr meint sowas wie ein See? Nein, eher kleine Tümpel oder verborgene Quellen. Sowas wie ein kleiner Sumpf. In den nördlichen Steppen gibt es sowas auch. Es sind wahrscheinlich dann kleine, naja, Überbleibsel von etwas, wo Wasser ist, vermutlich. Eine Oase ist das, was du ersehnst, wenn du tagelang durch die Wüste reist. Effendi, Freunde, ich habe jemanden gefunden. Kommt dran. Er zieht wohl einen Händler hinter sich her und dann nehmen beide neben euch Platz. Abdul, geh weg. Bring Tee. Sehr freundlich. Wie ist dein Name?
meiner ist Preido von Grauningen. Und meine Gefährten Rogel, Oma und Helion. Salam alaikum. Gileon. Salam alaikum. Mein Name ist Gafta. Ich bin Händler und ich werde demnächst den weiteren Weg von hier aus in Richtung Keft antreten. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr mich begleiten und die anderen Maftlis. Gibt es von... Ich weiß nicht, wo Keft liegt, aber kommen wir von dort aus weiter nach Selem? Das ist richtig. Wir reisen durch das Koram-Gebirge an El-Karam vorbei und der Weg ändert sich von Zeit zu Zeit. Und ihr könntet an Manesh vorbei. Das ist eine Oase, die in Richtung von Selem führt, wenn Rashtula so will. Könnte man sich an der Felsenlinie halten? Das soll ein Gebirge geben, das die Komen schließt. Ihr könnt das Gebirge immer sehen, außer es ist Sturm, dann nicht. Aber es gibt einmal die Unauer Berge im Süden und ihr müsstet allerdings den kleineren nehmen, sonst werdet ihr an Chichanebi vorbeikommen. Das ist sehr gefährlich und ihr kommt an Unau vorbei. Ihr solltet am besten auf der anderen Gebirgsseite des Chanebi vorbeireisen. Wie gesagt, über Manesh. Dort werdet ihr sicherlich über Keft eine andere Karawane treffen, die dort nach Süden aufbricht. Aber mit mir und den anderen Maftlis reist ihr sehr sicher. Werden diese nicht Einspruch heben, dass ein Ungläubiger ihren Irrglauben, ihren heiligsten Ort betritt? Nein, Effendi. Werden sie nicht. Die Reise nach Geft ist für Pilger immer erlaubt, auch für Ungläubige. Und wenn ihr mit den Maftlis reist, dann müsst ihr ihnen allerdings zugestehen, dass sie euch zumindest davon überzeugen, zu Rashtula zu kommen. Rashtula ist überall in der Kom-Wüste und ihr werdet seine Glorie sehen. Nun, ich werde sie ihrerseits probieren zu überzeugen, zum wahren Glauben zurückzukehren und nicht diesem Eingottglauben, Irrglauben zu folgen. Ihr solltet die Maftis nicht beleidigen, aber Gespräche über eure Götter und unseren Rashtula sind gerne gesehen. Das wird dann sicherlich eine unterhaltsame Reise werden. So ist es. Vielleicht ist es eure Gelegenheit, euch in Gesprächen zu üben, ohne den Weltglauben des Gegenübernden direkt anzugreifen. Überlegt doch nur, würde einer dieser Novadis oder einer der Novadis euch von Rashtula in eurer Heimat berichten. Wie würdet ihr ihm empfangen? Nun, ich würde ihn belächeln empfangen und ihm von den wahren Göttern erzählen, natürlich. Ich würde ihn darauf hinweisen, Göttern. Wenn ich Märchen den und Wahnsinn. Legenden hören möchte, würde ich einen Barden fragen, wenn ich Märchen hören möchte und Fabelgeschichten. Nun, wir waren nicht immer so, aber der Kalif ist sehr gnädig und Rashtula in seiner Weisheit hat uns vieles geschenkt, auch die Toleranz anderes Gläubigen gegenüber. Ihr seid natürlich. Uns also sehr willkommen. Natürlich. Man muss die Leute ihres Irrglaubens belehren. Wir sind wie Schafe oder unmündige Kinder. Wir schlagen auch keine unmündigen Kinder, nur weil sie etwas falsch erzählen, nicht wahr? Sondern überzeugen sie durch unser Vorbild. Nun, es ist nicht verboten, Kinder zu schlagen, wenn sie etwas Unrechtes tun. Das ist aber kein guter Weg, um jemanden zu überzeugen, den wahren Weg einzuschlagen. Gewalt ist nicht immer eine Lösung. Das, mein lieber Priodur, ist der Grund, warum wir Druiden angefangen haben, euch Priestern zu helfen. Man muss den Kindern der Erde doch helfen, sich zurechtzufinden. Genau. Also gut, wir werden heute Abend aufbrechen. Solltet ihr Pferde haben, dann solltet ihr sie gegen Kamele am besten hier eintauschen. Wenn ihr mögt, ich habe noch... Nun, für euch kann ich euch einen guten Preis machen. Entweder hier oder in Yol Rashtula. Oder in einer anderen Karawanserei, wenn ihr mögt. So Rashtula will. Kara was? Karawanserei.
Das sind wir, die durch die Wüste ziehen oder durch die Steppe. Mit Rashtula an unserer Seite. Nun, ich fürchte, wir haben keine Pferde bei uns. Oder? Nee. Nun, dann wollt ihr Kamele kaufen? Habt ihr Geld dabei? Das wird sich sicher. Ich denke, wir sind mehr als in der Lage, unsere eigene Ausrüstung zu tragen, aber wir müssten wohl Wasser, genug Wasser mitbringen. Vielleicht können wir ein oder zwei Fässer mit auf eure Kamele beladen. Ein ganzes Kamel werden wir dafür nicht brauchen. Es ist gut, dass ihr euch an uns gewandt habt. Effendis, das Wasser wird schlecht, auch auf Fässern. Ihr müsst nur kleine Mengen bei euch tragen. Deswegen ziehen wir von Oase zu Oase. Wir müssen das Wasser suchen, Effendi, mit der Stuhl an unserer Seite. Und ein Kamel mag nicht nur euch selbst oder eure Waren tragen, sondern euch vor den gefährlichen Stürmen schützen, so ihr euch hinter sie kauert. Nun, was kostet denn so ein Kamel? Nun, wenn ihr es bei mir kauft, dann bekommt ihr es für 40 Dukaten. Das ist ein guter Preis. Jetzt muss ich gerne mal Menschenkenntnis rufen, aber mich bescheißen will. Ah, ist das Menschenkenntnis? Und schon noch überwiegend. Sagt vielleicht mal, ist das. Es ist eher Menschen, Handeln. Ja, Handeln, um den Preis einzuschätzen. Und ja, Menschenkenntnis vielleicht. Ob es wirklich auch ein guter Preis ist, ja, na gut, alles klar, dann darfst du würfeln. Ja, Handeln habe ich hier, das, ja. Genau. Aber gegen Menschenkenntnis sollte er gegenwürfeln können, der Händler. Ja, klar. Gegen Handeln ja. Beispielsweise. Das ist eine Überredenprobe, ja, genau. Also er würfelt es einfach mal. Es ist natürlich erschwert für dich, weil du ihn nicht kennst und weil er aus einer anderen Kultur kommt. Ja, so kannst du versuchen, erstmal ihn einzuschätzen, während er das sagt. Und jetzt muss ich gerade selber einmal nachgucken, was Kamele überhaupt kosten. Pferd, Esel, Maultier, 32. 40 Dukaten ist ein sehr guter Preis, soweit ich mich erinnere. Also ich kenne die Preise für Pferde, kenne ich zumindest. Ich glaube, Kamele sind ähnlich teuer, sie sind relativ teuer. Ja, auch Maul, so zwischen 50 Esel. Und 200 Dukaten. Ich finde leider nur den Kamelrechner. Aber den brauchen wir nicht. Kamel kostet 25 Dukaten laut dem. Also ein Dromedar 70. Also. Ja, genau. Von 25 bis 70 Dukaten. Ein Rennkamel 110. Gut, ihr wollt jetzt halt nicht in Fasanen in der Arena wie Filiason damals ein Rennkamel da stehen. Das braucht ihr nicht. Also, das kann sehr gut, das kann sehr schlecht sein. Du weißt jetzt nicht, was du für 40 Dukaten bekommst. Nun, es scheint mir noch ein angemessener Preis zu sein. Das denke ich auch, Effendi. Also, ich habe nicht so viel Geld. Nun, ich denke, wenn wir zusammenlegen, werden wir ein oder zwei Kamele erstehen können. Ihr habt von eurem Auftraggeber, hattet ihr ja für die Reise nach Draconia, hattet ihr ja unglaublich viel Geld bekommen, ne? Ich habe keine Ahnung. Natürlich in die Heimat geschickt, das nimmt er doch nicht mit. Na, okay. Du siehst mir jetzt, wie er halt dann seinen Geldbeutel rausholt, ihn auf dem Tisch verteilt. 17, 18, ich sehe nur 14 Kreuzer und 3 von den großen Silbernen. Herr Rogel, ihr sollt euer Geld nicht in aller Öffentlichkeit ausbreiten. Gerade hier in Fasar ist wahrscheinlich keine gute Idee. Also ich habe 13 und 14 von den Kleinen. Nee, stimmt. Ich habe 3 von den Großen und 14 von den Kleinen. Das ist sehr schön. Ich denke, wir werden ein oder zwei Kamele kaufen können. Ich weiß nicht, Brian, ob du es wusstest, aber Dukaten sind die ganz Großen. Ja, ich weiß. Also gut, dann gebt mir euer Geld und ich werde Kamele für euch bereithalten. Ihr trefft uns heute Abend in Yol Rashtula. Ich werde dann nicht einem Fremden einfach so mein Geld geben. Wir werden mitkommen und die Kamele selber erstehen. So ihr denn mögt, dann begleitet uns. Ja, damit steht der Händler auf namens Gaftar und... Ja, dann muss ich mal den Tier bezahlen, keine Ahnung, Silbertaler rausholen oder? Ja, genau, plus das Ziegenfleisch und das ein halbes Silber oder sowas für euch alle. Lass ein Silber da und dann ist gut. Ja, genau, alles klar. Ich möchte dem Händler noch einmal beschwichtigend müde zulächeln, so, um ihn zu signalisieren, dass das Misstrauen, was vom Priode kommt, nicht von uns allen kommt. Ja. Ich möchte mein Geld einstreichen und ein bisschen traurig aussehen.
Omar, du bist ja nur Thulamide, du bist ja kein Novadi, ne? Ich bin Thulamide, ich bin unter den Novadis aufgewachsen. In der Rastul. So ist es. Mhm. Und ich habe auch... Die Kulturkunde? Die Kulturkunde, klar, aber ich habe auch einen Glauben an Rastul. Rastula, nur eher auf elementarer Ebene als den Göttern zugewandt. Aber ich sehe als Rastula als einen der Götter an. Mhm, okay, gut. So könnt ihr aufbrechen. Von hier aus, vom Al-Suk, geht es nach Süden, Al-Shaddai, dem Armenviertel der Novadis, und dann zu der Zeltstätte, wo ihr dann tatsächlich auch an einem großen Minarett erkennen könnt, wie eine Reisegemeinschaft sich nach und nach bereit macht. Und dort auch mal eine ganze Menge an Mavlis stehen, die wohl ein bisschen herausragen aus der üblichen Menge. Auch wenn es hier eine ganze Menge von diesen Gläubigen gibt. Das sind alles alte Männer mit einem großen Bart, mit Verschleierung. Alle sehr entweder grau oder weiß, sodass sie dann nicht das Schwarz von der Wüste anziehen. Um dann eben auch die Sonnenstrahlen zu reflektieren. Und so könnt ihr dort auch bei Gaftar an dem Stand die Kamele euch beschauen. Hat jemand Ahnung von Kamelen? Rogel? Also, ja, ich schau mir das mal an. Dann würfel gerne mal eine Tierkundeprobe. Spezialisierung Kamele. Warte mal, wo war Tier? Ich habe Nutztiere. Ist ein Kamel ein Nutztier? Ja, würde ich zulassen. Es ist zwar eine Erschwernis, weil ein Kamel gebe ich dir eine plus 5 wieder. Aber es ist ein Nutztier, klar. Und damit ist es geschafft. Du kannst verschiedene heraussuchen. Du wolltest aber auch gleich eins der besten raussuchen, wo er dann aber auch gleich abwinkt. Na, Effendi. Die sind nicht für die Wüste. Die sind für die Rennen in der Arena. Und etwas außerhalb eurer Preisklasse. Zwinkert er dir zu und zeigt dir dann drei, vier andere Kamele, die in einem Beschlag stehen, und du betrachtest dann kurz die Hufen, und dann könnt ihr zwei raussuchen, die für dich am besten aussehen. Also ich würde das nehmen und das andere, was mich fast gebissen hat. Ist ein bisschen gasig, aber die Hufe sehen gut aus und ich hoffe, mich zu beißen. Also ich ist sonst ganz lieb. Ja, ihr habt ein gutes Auge, Effendi. Jetzt will er wieder in der Natur, richtig? Ja, es ist wie mit den Rindern. Da muss man nur gucken, ob die Hufe auch gut sind und dann, ob sie einen beißen, damit man auch weiß, dass ein bisschen Kraft dahinter ist. Ihr seid in einer Zeltstadt. Also Fasar selbst hat auch keine Mauern, bis dann eben auf die Konklave der Erzzwerge. Ansonsten ist das alles offenes Gebiet. Aber das hier ist tatsächlich schon sowas wie Steppe, ja. Viele Zelte, ein Turm aus Stein, und ansonsten, das ist fast Steppe-Natur, ja. Frage wäre halt, ob das für Wesen der Natur gilt. Also im Sinne von, wir sind in einer natürlichen Umgebung. Oh nee, das noch nicht. Also für dich ganz knapp noch nicht, nein. Okay, dann sitzt du in der Plus 7. Gut. Also wenn du dann den Mann bezahlen willst, weil so viel Geld habe ich nicht. Nun, ich vertraue im Urteil. Ich würde dir mal einen Geldbeutel mit den geforderten 80 Goldstücken geben. Wahrscheinlich hier in einer anderen Währung, fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube. Ja, nimmt er trotzdem. Er nimmt sie trotzdem. Goldmünzen sind Goldmünzen. Streicht er ein, verborgt sich noch einmal. Ausgezeichnet, Defendier. Das sind gute Kamele. Ihr habt ein gutes Auge. Bevor wir die kaufen, würde ich gerne noch den Reinheit der Aura einmal auf die Wirkung. Ja, auf die Kamele. Was tut Reinheit der Aura? Der Druide kann erkennen, ob ein Wesen krank oder gesund ist, erregt oder ruhig, dämonisch verseucht oder natürlich drittsphärig. Dem Exposami dann, ja. Genau. Ja, die Tiere sehen wirklich gut aus. Also das sind ganz normal drittsphärische Wesen. Da ist nichts Übernatürliches, nichts Dämonisches. Und die Tiere sind gesund, wohlerhalten. Du kannst auch einen komischen Hückel erkennen, aber dein Exposami sagt dir, dass dieser Hückel wohl normal ist bei diesem Tier, beziehungsweise es sind Kamele, also sind es zwei Höcker und nicht nur eins. Dromedare hatten einen Höcker, Kamele haben zwei. Man liegt zufrieden. Also ich würde das eine, sollen wir jetzt unsere Kamele hier lassen, bleiben wir jetzt bei unseren Kamelen, kommen unsere Kamele mit, Prayudu, was soll ich machen? Nun, wir nehmen dich mit. Ich denke, dort vorne wird die Stätte sein, wo wir diese, wie nennt sie sich, Mavli finden.